Jo, was geht ab, meine Freunde? Stoppt ihr hier mit einem neuen Video. Richtig geile News. Ein russischer YouTuber hat in den Feeds von Valorant den neuen Agent namens Yoru entdeckt und auch gleichzeitig in den Feeds die neuen Abilities entdeckt. Ich möchte euch die kurz vorstellen. Schaut mal mit rein. Yoru ist ein japanischer Agent. Yoru steht für Nacht. Und deswegen ist er auch in der Farbe blau gehalten, wie die blaue Nacht. Auch die Abilities sind überwiegend in blau gehalten. Und so gehen wir schon mal in Ability Nummer 1, und zwar den Fake Footsteps. Man kann Fake Footsteps zweimal pro Runde kaufen und man hat zwei Arten, sie zu schmeißen. Art Nummer 1, Linksklick, wie gerade gesehen, und sie laufen gleich in die Richtung los, in die man schaut. Oder per Rechtsklick, man legt sie hin wie bei einem Cypher-Cage und löst sie mit der Use-Taste aus. Läuft dann auch in die geschaute Richtung. Ability ca. 10 Sekunden und man kann sie wirklich gut nutzen, um eben Fake-Steps zu machen. Man kann, gehe ich mal davon aus, auch zwei Stück wie bei der Killjoy, bei einem Ei, nebeneinander legen. Das heißt, wenn man zum Beispiel Überzahl auf einer anderen Seite spielt, und man merkt, dass der Gegner eventuell auf die andere Seite geht, also sprich, wo man gerade nicht deckt, kann man beide Footsteps auslösen und so um Verwirrung sorgen. Ability Nummer 2 sind Flashbangs. Auch hier können wir uns jede Runde zwei Stück erkaufen. Lösen nur nach Bounce auf. Das heißt, wenn wir sie jetzt einfach nur in irgendeine Luft schmeißen, ohne dass sie gegen eine Wand dodgen, lösen sie nicht aus. Flashtime ca. eine Sekunde, ungefähr so wie bei Phoenix. Ability Nummer 3 ist einer meiner absoluten Favoriten des neuen Agents. Das ist eine Art Teleporter. Den kann man losschicken und hat dann ca. 16 Sekunden Zeit, um ihn auszulösen. Und man teleportiert sich dann an die Stelle, in dem, ich nenne es jetzt mal, dieser Orb-Point ist, teleportiert man sich dann hin. Man kann ihn nur einmal pro Runde nutzen, hat aber die Möglichkeit, wenn man zwei Kills macht, wie bei einem Chat-Dash, dass man diese Ability wiederbekommt. Und man hat auch die Möglichkeit, nicht nur diese Ability loszuschicken, sondern auch hinzusetzen. Das heißt, man kann zum Beispiel irgendwo vorpushen, wie jetzt bei einem Phoenix, bei einer Phoenix-Ult. Und sobald jetzt die Gefahr brenzlig ist, löse ich diese Ability erneut aus und teleportiere mich dort zurück, wo ich diese Ability eben hingesetzt habe. Für die Ult werden 7 Orb-Points benötigt. Wenn man sie denn dann auslöst, ist man für maximal insgesamt 10 Sekunden unsichtbar und unverletzlich, kann sie aber in der Zeit jederzeit abbrechen. Was wir nicht genau entnehmen können, ist, können die Gegner uns in irgendeiner Art und Weise sehen oder hören? Oder können wir dann die Gegner sehen? Das lässt sich aber alles herausfinden, sobald der Agent released wurde. Soll anscheinend schon im neuen Akt der Fall sein. Genauso wie es eben bei Sky der Fall war. Wir sind gespannt, freut euch darauf. Ich persönlich finde ihn richtig geil, schaut richtig gut aus. Auch die Abilities in Blau funkeln schön. Gefällt mir unheimlich, ich freue mich mega und ich hoffe, ihr seid genauso hyped und ich freue mich daher, euch im nächsten Video begrüßen zu dürfen. Ich bedanke mich und bis zum nächsten Mal.